Zum Tag des offenen Denkmals zeigt die Stadt Saalfeld an der Saale wieder viele interessante Gebäude, unter anderem auch hier das Rektoratsgebäude. Das Thema ist dieses Jahr Sein und Schein in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege. Und da passt unser Gebäude sehr gut dazu. Von außen saniert, von innen noch Rohbaustelle. Es scheint von außen fertig zu sein, aber wir haben noch eine Menge Arbeit. Das Rektoratsgebäude ist 1707 bis 1712 erbaut, so wie wir das heute sehen. Es hatte einen Vorgängerbau. Da sind auch noch einige Relikte davon vorhanden. Der Rektor der hier ansässigen Schule im Klosterareal wohnte in dem Gebäude, deswegen der Name auch. Mit dem Umzug der Schule 1885 in die alten Gebäude des heutigen Heinrich-Böll-Gymnasiums zog auch der Rektor hier aus. Danach wurde das Gebäude hauptsächlich zu Wohnnutzung für ärmere Familien, kinderreiche Familien genutzt. Die Wohnnutzung war bis 1990. Danach stand das Haus leer und wurde teilweise von der Caritas als Kleidersammlung genutzt oder als Depotunterbringung für das Museum. Im Laufe der Zeit fanden viele Umbauten statt. Es gab einige Schäden aufgrund von Feuchtigkeit oder teilweise, wenn das Gebäude nicht genutzt wurde. Deshalb musste das Gebäude gesichert werden, saniert werden. Und wir sind jetzt in dem Stand, dass die Außenhülle saniert wurde, das Dach saniert wurde und die Trockenlegung stattfand und freuen uns, wenn wir in den nächsten Jahren die notwendigen Fördermittel und Eigenmittel bekommen, dass wir dann mit der Innensanierung beginnen können. Es gibt schon Ideen, in den nächsten Ausbauschritten und in der Innensanierung das Obergeschoss für das Museum mitzunutzen. Es wurde vorbereitet, dass eine Treppenanlage zum Museum gestaltet werden kann. Und im Untergeschoss werden noch einige Gespräche und Planungsrunden stattfinden müssen. Das soll aber der Öffentlichkeit in Form von Vereinen oder kleinen Veranstaltungen zugänglich gemacht werden in den nächsten Ausbauschritten. Wir stehen jetzt hier vor dem Hohen Schwarm. Gebaut wurde er um 1300 von den Schwarzburger Grafen. Und er diente nicht direkt als Wohnturm. Er hatte 4 Etagen und auf die 4. Etage waren die Torellen gesetzt, also diese sogenannten Ecktürme. Und in der 4. Etage saßen die Burgmannen. Und die Burgmannen, das war so wie heute das Ordnungsamt. Sie sorgten für Recht und Ordnung in unserer Stadt. Der Hohe Schwarm war schon sehr zeitig dem Verfall geweiht. Es gibt einen Kupferstich von 1650 von den Merian. Und da sieht man den Hohen Schwarm schon als Ruine. Ja, dieser Keller war im Prinzip ein Lagerraum. Also man hat da vor allen Dingen im Winter das Gemüse gelagert, die Kartoffeln gelagert. Vor allen Dingen auch in der Kriegszeit, wo es ja nicht viel gab und das alles nur auf Zuteilung, hat man das als den sogenannten Lagerraum halt genutzt. Und wir müssen uns vorstellen, dass Saalfeld wie ein Labyrinth ist. Also es gibt sehr viele unterirdische Gänge, die teilweise wieder zugeschüttet sind. Und man kam vom Hohen Schwarm, von dem Gewölbe, bis zu den Feengrotten. Aber heute nicht mehr. Wir befinden uns hier am Grünhain 12. Der Bierkeller befindet sich direkt hinter dem Gebäude. Er streckt sich ungefähr 70 Meter in den Berg. Ist als Eiskeller auch mit ausgebaut und hat früher zur Einlagerung von Bier gedient. Man musste im Sommer die Temperaturen niedrig halten, dass sich das Bier auch lange gehalten hat. Und in der Zeit, wir reden jetzt hier vom 19. Jahrhundert, hat man dann keine künstliche Möglichkeit gehabt, Kälte zu erzeugen. Man hat im Winter in der Saale aus den Eisblöcken herausgesägt, die in diesen Keller geschafft, in einen darüberliegenden Raum hineingetragen, das Eis dann ganz fest ineinander verstapelt. Und dieses Eis hat praktisch den Raum noch weiter abgekühlt. Das Besondere im Vergleich zu den anderen Saalfelder Brauereikellern ist, dass dieser Keller im hinteren Teil nicht mehr ausgemauert ist, nicht mehr gesichert ist mit Stein, sondern im natürlichen Gestein ansteht. Wir befinden uns da im Zechsteinkalk und im oberen Bereich an der Decke sieht man Auskarstungen. Im Archiv konnten wir bis jetzt nicht herausbekommen, wie alt der Keller ist. Es ist durchaus auszugehen, dass der mindestens schon 200 Jahre ist. Wir haben im Keller im Putz eine Zahl gefunden, 1845. Hat jemand mit dem Nagel da eingedrückt in den Putz. Aber von der Anlage her sieht man schon, dass es mit Sicherheit einige Teile viel, viel älter sind.